Kleider, also wenn ich im Sommer wandern. Hi, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es in der Klassikerreihe weiter und zwar möchte ich über Kleider sprechen. Ich finde, jetzt im Sommer bietet sich dieses Thema sehr, sehr an. Die Auswahl ist auch riesig, weshalb ich mir dachte, dass ich das gerne so ein bisschen aufdröseln möchte und so gut es geht für euch vereinfachen möchte. Im Großen und Ganzen möchte ich also sprechen über bestimmte Kleiderschnitte und über Figurtypen. Also wenn euch dieses Thema interessiert, dann bleibt gerne dran. Einmal kurz vorweg die Basics eines Kleides. Ein Kleid ist ja ein Einteiler, bestehend aus einem Rumpfteil und einem Rockteil. Das Rumpfteil oder das Rock, je nachdem wie man es betrachtet, ist dann angeschnitten, also Teil des Schnitts, oder es ist dran genäht, also praktisch wie so ein Zweiteiler zusammengenäht in der Mitte. Im Rock gibt es alle möglichen Varianten, die man sich nur vorstellen kann. Die Längen variieren von sehr, sehr kurz bis sehr, sehr lang. Und bei den Weiten gibt es ja auch diesen Pencil-Skirt-Stil, der zum Knie hin so ein bisschen enger wird, bis hin zum gerade verlaufenden Rock bis hin zum Tellerrock, der total ausschweifend ist. Und dasselbe gilt auch für das Oberteil. Da gibt es alles, was das Herz begehrt. Angefangen bei gar keinen Trägern bis über Spaghetti-Träger, etwas breitere Träger, kurze Ärmelchen, lange Ärmelchen. Und Ausschnitte brauche ich auch gar nicht erst anzufangen. Für Ausschnitte vorne gibt es auch alles mögliche. V-Ausschnitt, runde Ausschnitte, U-Boot-Ausschnitte. Und auch was mit Kragen, also ganz normale Kragenvarianten sind auch an Kleidern häufig zu sehen. Und was ich aber gerade und speziell bei Kleidern sehr, sehr spannend finde, ist das Rückteil. Also dass der Ausschnitt im Rückteil kann auch mal nicht vorhanden sein, wenn man so möchte. Ein freier Rücken oder ein etwas ausgeschnittenerer Rücken sieht bei Kleidern sehr, sehr schön aus und gerade da bietet sich so eine Schnittkonstruktion an. Also ihr seht, die Auswahl, die ist so, so groß, so, so riesig. Aber wer kann jetzt welchen Schnitt am besten tragen? Der A-Typ hat typischerweise seinen Körperschwerpunkt weiter unten, also um die Hüfte, um die Beine herum und der Oberkörper ist ein bisschen schmaler, ein bisschen schlanker gestaltet oder nicht gestaltet, sondern er ist, wie er ist. Und da möchten wir ein bisschen ausgleichen und die Balance wieder ein bisschen weiter herstellen, weshalb wir das Auge hoch wandern lassen möchten. Und alles, was hier oben ist, alles, was so ein bisschen schlanker ist, möchten wir ein bisschen umspielen. Also möchten wir das Auge hoch wandern lassen, indem wir entweder mit Farben spielen oder den Schnitt ein bisschen voller gestalten. Volants oder so zarte Rüschen gehen da sehr, sehr schön. Ich finde, Volants geben dem Oberkörper einfach so eine zarte Fülle obenrum. Also wer beispielsweise auch wenig Oberweite hat, der kann mit Volants oder mit Rüschen auch sehr, sehr gut ein bisschen was dazu mogeln. Beim Rock würde ich ein bisschen aufpassen. Da würde ich zu leichten bis mittelschweren Materialien greifen. Alles, was so einen zarten Fall hat. Wir wollen da keine schweren Materialien nehmen. Das würde das Ganze nur noch viel, viel steifer und viel fülliger wirken lassen. Also nehmen wir lieber so ein bisschen was Leichteres und die Kurven halt einfach so schön umspielt und vielleicht auch so ein bisschen eigene Bewegung hat. Das würde sehr, sehr schön aussehen. Der V-Typ ist das genaue Gegenteil vom A-Typen. Der Körperschwerpunkt liegt weiter oben, da sind ein bisschen breitere Schultern, vielleicht auch ein bisschen mehr Brust, aber dafür eine sehr, sehr schmale Hüfte. Und da wollen wir auch eine Art Ausgleich zwischen oben und unten herstellen, indem wir oben den Oberkörper ein bisschen strecken. Also wir wollen nicht in die Breite gehen, sondern wir wollen in die Länge gehen. Und am Ausschnitt ist es am allerbesten. V-Ausschnitt passt total gut an dieser Stelle und alles, was so ein bisschen in der Nähe eines V-Ausschnitts ist. Also beispielsweise sowas Ähnliches, was ich jetzt momentan trage. Etwas, was vorne geknöpft wird, wo man die ersten paar Knöpfe auslassen kann. Irgendein kleiner Kragen, aber auch ein normaler Kragen geht. Also alles, was so diese Spitze nach unten zeigt, schaut sehr, sehr gut aus. Ein Hemdblusenkleid an dieser Stelle würde sich total anbieten. Beim Rock darf man sich dann auch ein bisschen mehr austoben. Da kann auch viel, viel mehr dazu. Da kann die ganze Fülle und die ganze Masse dann hin. Also dürfen das auch etwas breitere Röcke sein. So ein Schößchen sieht an dieser Stelle auch total schön aus. Oder auch so eine A-Linien Rock, alles was untenrum ein bisschen mehr macht, sieht sehr gut aus. Der H-Typ hat natürlicherweise nur sehr wenige Kurven, weshalb man da welche dran bauen kann, wenn man den möchte. Das geht sehr, sehr gut mit Kleidern, die von Natur aus schon sehr viele Rundungen im Schnitt haben. Also von kastigen, kantigen Schnitten würde ich fernbleiben bei diesem Figurtypen. Das klappt sehr, sehr gut mit Kleidern, die so eine Drapierung drin haben. Oder ausgestellte Kleider, auch in A-Linienform gehen da sehr gut. Also alles, was so ein bisschen mehr X zaubert, sage ich mal, geht da sehr, sehr gut.
Der O-Typ hat seinen Schwerpunkt in der Körpermitte, also ein bisschen mehr Bauch, vielleicht ein bisschen mehr Hüfte, vielleicht ein bisschen mehr Brust. Und da bieten sich Wickelkleider eigentlich recht gut an, weil sie von Natur aus schon so eine Art V-Ausschnitt mitgeben. Also alles, was mit V-Ausschnitt zu tun hat, geht da schon sehr, sehr gut, weil es die Brust ein bisschen schlanker gestaltet und insgesamt auch die ganze Silhouette so ein bisschen streckt. Kleider im Empire-Stil sehen auch sehr gut aus, weil die Taille ein bisschen erhöhter ist, sodass halt über die Körpermitte der Stoff ein bisschen leichter und ein bisschen zarter fallen kann und das Ganze so ein bisschen umspielen kann. Wer den Körpertypen O hat, der hat vermutlich so ein bisschen auch das Problem, wie bestimmte Kleidungsstücke von der Seite aussehen. Denn mit viel Bauch kann das halt auch von der Seite eine ziemliche Schwierigkeit und eine ziemliche Herausforderung sein, das weiß ich. Da würde ich einfach an der Stelle darauf achten, dass man keine engen Kleider anzieht, wo es unterm Bauch nochmal richtig reingeht. Das würde ich lassen. Ich würde an der Stelle einfach wirklich aufpassen, dass der Stoff ab dem Bauch gerade runterfällt, sodass man da wenigstens nicht diese Rundung vom Bauch mitnimmt. Aber man kann natürlich bestimmte Körperteile nicht komplett wegzaubern. Man ist ja dreidimensional unterwegs. Menschen sehen einen von der Seite, von hinten, von vorne. Und Mode muss auch von der Seite und von hinten und von vorne funktionieren. Aber es kann halt nicht alles vollständig wegradieren. Das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten. Mode kann nur helfen, aber es kann nicht den Körpertypen verändern. Und zum Schluss der X-Typ, derjenige, der den Luxus hat, alles tragen zu können. Wo ich super, super neidisch drauf bin. Aber ja, der X-Typ hat seine Rundungen relativ ausgeglichen, was oben, was unten angeht und eine relativ schmale Taille. Seine Rundungen oder ihre Rundungen können da mit Stretchkleidern sehr, sehr gut unterstrichen werden oder alles, was diese schmale Taille so ein bisschen nach vorne bringt und richtig zur Geltung bringt mit einem Gürtel oder irgendeinem Accessoire, was sofort ins Auge fällt. Das würde da sehr, sehr gut aussehen. Aber an sich kann der X-Typ wirklich alles tragen. Also ich hoffe, dass ihr jetzt so richtig Bock gekriegt habt, Kleider zu tragen. Besonders jetzt im Sommer bietet sich das ja megamäßig an. Man ist einfach viel, viel leichter unterwegs. Die Luft kann ein bisschen zirkulieren und man ist einfach luftiger unterwegs. Was ich jetzt gerne wüsste, ist, was ist euer Lieblingskleid und wieso? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich wüsste das wirklich gerne, was ihr gerne trägt, ob ihr gerne bestimmte Schnitte habt oder bestimmte Stoffe habt und was für Längen ihr vielleicht trägt. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, ciao.